So, liebe Leute, damit geht es heute weiter mit Pokémon Schwert. Und ja, ich entschuldige mich für die fehlerhafte Aufnahme in der letzten Folge. Da hat es wohl mit der letzten Folge mit der Tonspur überhaupt nicht gepasst. Deswegen dieser kleine Stummfilm. Und ja, heute geht es weiter auf jeden Fall mit dem Felstunnel, der uns als nächstes ansteht. Die Routen 11 und 12 waren das jetzt, glaube ich, die wir jetzt abgearbeitet haben. Ich gucke mal gerade nach. Müsste aber eigentlich. Nö, Route 9 war das, ups. 9 und 10. Upsala. Da muss ich nochmal kurz in die Aufnahme rein, dann. Also, beziehungsweise die Texte ändern. Okay, also gehen wir auf jeden Fall weiter mit dem Pitzel, Leute. Die Trainer haben wir ja alle besiegt. Und ich gucke mal gerade nach, ob ich mein Team auch geheilt habe. Jo, habe ich. Jo, und dann geht's heute weiter in Richtung Prismania City. Das ist, der nächste Halt, oder die nächste größere Stadt. Aber heute, wie gesagt, ist der Felstunnel. Hier drin ist ein Stockfinster. Möchtest du, dass ein Pater die geheime Technik Lichtflut einsetzt? Jawohl, ja. Hevoli setzt Lichtflut ein und auf einmal sehen wir was in diesem Tunnel. So, auf geht's, liebe Leute. Ah, zu weit, das haben wir ja schon aus dem Mondberg. Und ich nehme erstmal die Items hier mit und angel mir erstmal eine Sprühdose Schutz. Und hier haben wir einen Typen, der sich als Fleckmann ausgibt, okay? Zwei Feld Pokémon-Kampf. Bereit. Los. So, Moment. Also auf jeden Fall da ein Fleckmann. Schön, dass ich meinen Freund noch nebenbei helfen muss bei einer Partneraufgabe. Das ist gerade sehr uninteressant. So. Gut, weiter geht's. Okay, wir müssen dieses Fleckmon hier besiegen. Level 23 ist das. Ja, ich hoffe, dass diesmal alles so passt mit der Aufnahme. So, dann wechsle ich mal von Nidoking auf Pikachu, weil Pikachu muss ja auch ein bisschen was drin haben. Ja, es wird einfacher, wenn es dann weiter und sich weiter umwickelt. Ich hoffe, dass ich in Prismania City die Steine kaufen kann. Das wäre total super. Dann könnte ich nämlich. Ja. Pikachu schon weiterentwickeln. Weil dieses Pikachu ja ein Reitschuh sein wird. Okay, Angriff auf jeden Fall mit dem Donnerblitz und gegen dieses Fleckmon. Und das ist schon mal eine Ecke effektiver als die Kopflos von Nidoking. Evoli erreicht Level 25. Ah, Game over. Was haben wir hier? Ach, ein Kleinschein. Okay. Ein winziges Kleinschein reicht. Aber ich brauch's nicht. Dich brauche ich. Du hast. Dich habe ich noch nicht. Aber Georock. Ja. Weil Georock haben wir nämlich noch nicht gefangen. Ah, guter Wurf sogar. Jawohl, und zwar auch direkt mit dem ersten Wurf ist Georock eingesagt. Ob wir heute den kompletten Felszone schaffen, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. So, Pikachu reicht Level 23 mit diesem Georock, mit diesem Fangen. Und wir kriegen einen neuen Pokédex-Eintrag. So. Gut. Oh, ein weiteres neues Pokémon, was wir noch nicht auf unserer Liste haben, ist dieses Rion. Bisschen zu kurz geworfen. So, jetzt. Und auch dieses Rion geht rein. Drei Robustbombungs dabei. So. Ein neues Pokémon. Ein weiteres neues Pokémon, was wir noch nicht auf unserer Liste haben, ist Dracosso. Hab ich auch noch keins von. So, ein guter Wurf. Komm, jetzt geh auch rein. Haben wir drei neue Pokémon.
Ja, das sieht gut aus. Perfekt. Sehr gut. Klasse, Tragosso ist gefangen. Nur leider haben wir schon einen Boden-Pokémon Mindoking im Team. So, Tragosso. Haben wir 5 Minuten und wir haben noch nicht viel gemacht heute, aber... Gut, dann gucke ich mal mein Team an. Weil ich lasse jetzt erstmal drin. Weil dieses das mache ich dann, wenn ich fertig bin. Mit der Fernsehung. Dann sortiere ich ein bisschen aus. Das ist wieder ein Tragosso, das brauchen wir gerade nicht. Gucken wir mal, was wir hier haben. Oh, ein neues, weiteres neues Pokémon, was uns auf der Liste fehlt, ist Macholo. Ich glaube, Macholo habe ich noch nicht. Nein. Denk mich doch, der, ich habe doch wohl getroffen. Und auch dieses Marollo wird eingesackt. So. Ja, viele Pokémon fehlen uns tatsächlich nicht mehr. Ein Fleckmon-Trainer. Zu Hause zeichne ich gerne Pokémon. Pokémon der Krimmel. Du hast einen Kangama. Das habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, okay, der haut jetzt bestimmt einen Fleckmann oder so durch die Gegend. Aber ja, nein, der kommt mit dem Kangama. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht für uns, weil wir mit Doppelkick. Naja. Eigentlich gut angreifen können. Aber er kommt mit Mogelieb und sagt dann: Moment, ich lasse ihn noch zurückschrecken. Das wird er noch. Klar, überleben. Einen kriegt er aber von mir noch. Wird uns auch, ne, nicht die ganze Litze-Tunnel sein. Einer kommt danach noch. Das waren eigentlich zwei. Allein wenn wir nach die Siegestraße und die Azuria-Höhle noch haben. Aber das ist hier, glaube ich, so der längste Tunnel, den wir im Spiel haben. 395 Erfahrungspunkte für Lidoking. Ja, ich bin total erschöpft. Nur noch irgendwelche Items. Hier, guck mal, hier hinter gucken. Ja, da liegt doch noch was. Ein Beleber. Und ist noch ein Macholo, aber das haben wir noch nicht. Er war schon. Wir haben schon gefangen. Und hier ist noch so ein Schwarzgurt. Neben dem Georock. Und ich hole mir erstmal kurz diese Kapsel hier und dann gehe ich dann in den Schwarzgurt ran. Haha, kommst du gegen meine Stärke an? Ein Onix! So, dann... Gehe ich mal kurz eben in den Untergrund. Und dann Kreideschrei. Kann mir hier unten nichts anhaben. Oh, fast komplett. Ah, habe ich sogar fast ohne Onyx geownt. Aber der Doppelkick, der wird es am Ende dann richten. Aua. Tschüss, Onyx. Bye, bye. Adios. Onyx wird auch noch auf der Liste. Ich glaube, es gibt auch so eine Möglichkeit, hier zu einzufangen. Ja, das war ja ein ganz hartes Stück. Ein weiteres neues Pokémon, was wir noch nicht haben. Ein Golbat. Jawohl, sogar noch ein großartiger Wurf. Jetzt muss es aber drin sein. Komm, da gibt es gute Erfahrungspunkte. 1, 2, 3. Nein, Golbat hat gesagt, ich bleib doch ein bisschen an der frischen Luft. Scheiße, ich gedacht, okay, jetzt kriegen wir es hin. 1, 2. Leck mich doch im Sack, Alter. Du kannst doch nicht sein. Schade, den ersten hätte ich gern gehabt. 1, 2, 3. Und auch dieses Golbat sagt dann, ich bleib noch ein bisschen auf der frischen Luft. Ja, komm jetzt.
Eins, zwei, gib ihm. Komm jetzt. Wieder beim dritten. Also es ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal hintereinander beim dritten ausgebrochen. Ja. So, jetzt aber. Komm, guter Wurf. Bam. Rein mit dir. Eins, zwei. Es kann nicht wahr sein. Es möchte nicht rein. So, jetzt immer das komische Ding hier. Und jetzt bleibst du mal bitte im Ball. Eins, zwei, drei. Und jetzt ist es drin. Gut, dann haben wir das Pokéball auch. Hat sich lang gewehrt. Ich glaube, 5 oder 6 Pokéball hat es gefressen, aber es hat sich gelohnt. Level 27 für Nidoking. Gut, dann haben wir das auch drin. Ich hätte den ersten gerne drin gehabt. So, okay, weiter geht's. Ich hätte gerne noch einen Onix. Hier oben ist noch ein Wanderer, den ich mir gerne mitnehmen würde. Meine Pokémon werden nicht das Fürchten lernen. Wanderer Hugo mit 3 Pokémon und er fängt mit dem Kleinchen an. Ich glaube, der hat ganz schön kleinster Georock, wenn ich es noch mehr richtig im Kopf habe. So, dann gehen wir erstmal mit dem Doppelkick drauf. Das sollte das für das Klatschern sogar reichen. Nö, nicht ganz. Schade. Und ist jetzt Tarnsteiner. Naja, also mir ist es egal. Ich habe eh nicht die passenden Pokémon dafür. Weil sowohl Evoli als auch Pikachu sind für dieses Pokémon nicht geschaffen. Deswegen muss ich mit meinem Nidoking dran. Tschüss. Das ist aber noch nur nichts. Dann grabe ich das mit Schaufler an. Tschüss. Ah, Leco Mio, du kommst auf dieselbe Idee. Oh nein. Komm, jetzt nochmal. Ne, er bleibt bei seiner Variante. Das ist doch nicht wahr, ne? Leute, das scheiß Onix war Nidoking weg, oder was? Kann nichts machen, ne? Warte mal, da muss ich jetzt einen Trank aufbauen. Hier ist noch ein super Trank. Komm, nehmen wir das mit. Hier, Nidoking, trink mal einen Schluck. Ja gut, ich hatte aber nicht erwartet, dass er dieselbe Variante spielt, ne? Jetzt habe ich nämlich den Vorteil, jetzt dreht sich das ganze Ding nämlich. Jetzt kann ich nämlich in den Boden gehen und er trifft mich. So, tschüss. Ah, fast. Klar, der wird die Variante wieder spielen. Das heißt, wir ziehen dann auch mal nach und setzen ebenfalls Schaufler ein. So, tschüss, auch nichts. Mein Gott. Jetzt kommt Georock. Ich habe aber nichts. Ich habe nichts irgendwie gerade passendes da. Ich muss weiterhin mit Nidoking angreifen. Jetzt hoffe ich, dass dein Ding kein Schaufler kann. Steinhagel, okay. Dann wird es ja mal einsetzen, aber es dürfte nicht effektiv sein. Ja. Wegen dem Typ Boden. So, dann setze ich jetzt noch einen Doppelkick ein und dann ist das Thema durch, weil der Erste, der sollte es eigentlich ohne Probleme killen. Und so ist es auch. Feierabend. Ja, die erreicht sogar Level 26 mittlerweile. Georock, gut, das ist für mich jetzt gerade unwichtig. Reicht Level 22. Gut, dann geht's jetzt weiter. Oh Gott, was? Einmal 3 Superbälle und den Schwarzgurt, den nehme ich hier noch mit. Warte mal, ist hier unten noch irgendwo ein Trainer? Der nimmt es direkt mit. Okay. Na los, zeig mal, was du drauf hast.
Gut, wir haben jetzt gute Viertelstunde der Folge jetzt gerade gemacht. Das heißt, wir haben ein bisschen... Haben schon ein bisschen was geschafft. Also, ja, zwei Ebenen, glaube ich, fehlen noch. Aber kriegen wir vielleicht sogar hin. Komplett. So, Kopf los. Hau dieses Minky mal weg. Na, nicht ganz. Dann hast du bestimmt danach noch einen Rasaf. Mit jeder Wette hast du danach noch einen Rasaf. So. Machst du nochmal einen Minky, warte mal. Zwei Pokémon hat er bestimmt noch was. Quapuzzi. Okay, mit Quapuzzi hatte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Ich hätte das mit dem Rasaf als Weiterentwicklung noch gerechnet, aber da muss ich den Dukling austauschen, weil... Jo, das kann ein bisschen... wehtut uns. Aber dafür haben wir ja Pikachu noch. So, Quapuzzi kriegt jetzt von mir die volle Ladung ab. Einmal kurz Donnerblitz, Pikachu. Ja, reicht aber nicht, um es down zu kriegen. Blubstrahl. Es wird Zeit, dass wir demnächst auch irgendwie was an Pokémon kriegen. Ich meine, ich hätte ja mit Krabi zumindest noch eins gefangen. Für den Fall auch das. Wir... Da muss gucken, was es gibt. So, tschüss. Und Level 24 für Pikachu. Sehr gut. Slam möchtest du lernen. Original Gelb lernst du es auf Level 20. Nein, ich möchte es nicht lernen. Gut, der Schwarzcode ist nachdem er auch schon mal besiegt. Guck mal hier unten, ob er noch was liegt. Nö, hier liegt nichts mehr. Außer ein blödes Kleinchen, was noch im Weg ist. So, tschüssi. Gut. Dann machen wir uns jetzt auf. Will ich da hoch? Alter, hau ab bei mir! Jetzt. Oh, Glück gehabt. Ich dachte, dieses Gorba, der will mir auch nochmal einen Kragen. Zwei Onyxe. Aber ich würde mir versuchen, jetzt erstmal das eine mitzunehmen. Das reicht mir auch. Ich meine, das ist ein Weib, das ist mehr jetzt. Hier gab es ein Weib, das ist mehr nicht. Das ist eh nichts fürs Team. Das ist einfach nur, um den Eintrag zu kriegen. Eins, zwei. Ja, das war mir fast klar. Dann gehen wir mal auf eine Himbeere. Hier, nimm mal. So. Ah, das war voll daneben geworfen. Jetzt mach bitte nicht den gleichen Scheiß wie das Goldbad, was du mir vorhin gemacht hast. So, ab in den Ball, mein Freund. Komm, eins. 2, 3. Jawohl, Onyx gehört im Fall uns. Und damit müssen wir sogar, glaube ich, alle haben, die hier jetzt fangen sind. Und Tragosso steigt auf Level 20. Ja, aber das ist halt sich egal. Jedenfalls gibt mir dieses, habe ich dieses Onyx. So, und dann nehmen wir uns diese Trainerin hier noch mit. Hast du nicht auch das Gefühl, dass dieser Tunnel gar nicht mehr aufhört? Ja, das Gefühl habe ich ebenfalls. Na, viel ist es nicht. Ich glaube, das ist noch die und die nächste Ebene. Also zwei Ebenen müssen wir noch haben. Aber die... Also Pokémon fangen müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. So, jetzt gehe ich erstmal unter die Erde, mein Freund. Flammenwurf kannst du schon, okay. Level 22, das ist gut. So. Na gut, hat sich sowieso schon erledigt. Damit ist diese Trainerin noch, glaube ich, schon besiegt. Die hat, glaube ich, nur ein Pokémon gehabt, oder? Ja. Es ist übrigens ein Typ und nicht ein Trainerin. Janu heißt er. Oha, du hast gewonnen. Dann haben wir hier noch einen Golbat und einen Wanderer. Kann es sein, dass ich mich ein bisschen verlaufen habe. Oliver, und du hast ein Onyx. Jetzt komm nicht mit dem, wie dein Kumpel da mit dem gleichen Scheiß an. Jetzt schau mit der Schaufler-Variante. Ich setze es einmal ein und dann hoffe ich, mal schauen, was er macht. Er setzt jedenfalls Tarnstein ein. Ja, ich brauche dringend Wasser- oder Pflanzen-Pokémon. Das ist gerade ein bisschen... Ich weiß aber nicht mal, was ich als Pflanzen-Pokémon nehmen soll.
Oh, ein... Nee, es war kein Quit, aber es reicht, um das auch nicht zu wandeln. Fast Level 28, Leon hat Level 21, das ist aber, wie gesagt, jetzt nicht egal. Sandama. Ich hab nichts Passendes. So, jetzt gehe ich erstmal auf Toxie. Hier, nimm mal deins. Dann wird sich das von Runde zu Runde irgendwann erledigen. Kratzfuri greift dich an. Das Gift ist von, oder die Wirkung wird von Runde zu Runde stärker. Kommt los. Zurückgeschreckt, sehr schön. Oh, und noch einer. Nein, der geht in die Erde. Okay. Ich glaube, das... Wir machen es jetzt anders. Wir müssen hinterher. Sonst habe ich ein Problem mit Nidoking. Ab, tschüss. Das Gift soll das erledigen. Ja. Und tschüss. Level 28 für Nidoking. Fast Level 30 mittlerweile schon. So, Oliver ist besiegt. Oh, hätte ich mich mal lieber zum Ausgang leiten lassen, statt mich zu einem Kampf verleiten zu lassen. So, mal gucken. Ich weiß, das Goldball habe ich gesehen. Ich mache mich gleich mal weg. Ich muss ja mal gleich raus aus der Situation. So, aber den... Und tschüss. So, hier haben wir noch einen weiteren Wanderer. Und dann geht's... Und warum ist das auch nichts, okay. Berg und Höhlen sind schon seit eher mein Zuhause. Tu dich so, als wärst du hier mein Boss. So, erstmal so nach Holo. Ich glaube, da fehlt einfach alles momentan an Pokémon. Ich hoffe, dass ich gleich mal ein gutes Feuer-Pokémon gefangen bekomme, wenn wir hier raus sind. Das heißt gleich, es dauert noch eine Weile. Ach, scheiße. Ah, ich wollte nicht Dings setzen. Schaufler lernen. Raufhauen. Ich wollte eigentlich mit Kopflos rauf. Oh, wir sehen jetzt den Durchbruch rein. Die Attacke haben wir ja auch noch, theoretisch. So, erstmal die Kopflos. Und tschüss. Ist das so ein Rion? Ich kann mit Doppelkick drauf. Ich habe ja nichts. Das ist das Problem. Deswegen sitze ich und Nidoking jetzt gerade so ein bisschen als Dauerlösung ein. Weil ich halt kein einziges Pokémon habe, was vom Typ Wasser, vom Typ Pflanze ist oder sowas. Um diese ganzen Gesteins-Pokémon zu packen, weil ich keine Doppeltypen haben will. Fällt mir nämlich auch keine Möglichkeit, um momentan einen Pflanzen-Pokémon einzusetzen. So. Da ich Nidoking schon Typ Gift hat. Naja, egal. So. Tschüss. So. Okay, du bist doch mein Boss. So, ich gucke jetzt gerade mal, ob ich hier unten noch ein Item finde. Ja, und hier ist nämlich auch noch eins. Und zwar ein Fluchtteil. Ja, zwischendurch lohnt sich doch nochmal die ganze Höhle durchzugucken. So, dann müsste jetzt eigentlich die letzte Route, letzte Teil kommen, ne? Ne, kommt noch nicht. Okay, da kommt noch einer. Okay. Shit. Lass jetzt bestimmt nochmal den. Ah, da kommt noch. Ich dachte, wir sind durch. Ah, ich hasse diese Höhle. Du hast jetzt einen Pokédex? Wie cool. Darauf hatte ich total Lust. Ja, das macht halt Laune, ne? Ich versuche es halt. Ich erwarte nicht, dass ich alle Pokémon hier mal pro Route bekomme. Du hast dieser Knoss. War schon wie gesagt, was? Hatte ich jetzt nicht gerechnet. Buddy Check. So, nochmal eine Kopflos hinterher. Kannst du mal aufhören damit? Aua.
muss ich drauf bleiben. Und dann dieser Klos müsste sich jetzt eigentlich selbst killen, ja. Tschüss. Ich bin so neidisch auf dich. Keinen Hyperheiler. Ah, diese Höhle, die ist so schrecklich lang. Meiner Meinung nach. Okay. Hier ist noch eine Trainerin und Lorino. Warte mal. Hab ich die Höhle nicht schon fertig? Warte mal, hab ich die nicht fertig gemacht schon? Doch, eigentlich hier. Ich wollte gerade sagen, hier kommen wir nämlich gerade her. Ne? Ja, genau. Okay. Hier kommen wir her. Das war Gott sei Dank, das habe ich auch schon. Nehmen wir den Trainer. Dann gehen wir hier runter, weiter, unten weiter. Und da ist aber nichts. Okay, dann geht's hier weiter mit der Trainerin jetzt. Um dich im Gebirge nicht zu verirren, kannst du ganz einfach Zweige am Wegesrand abklicken, um deinen Pfad zu markieren. Naja, das ist im Naturschutzgebiet aber eigentlich nicht immer von Vorteil. Da ist es eigentlich sogar verboten. Jedenfalls hat sie einen Vulpix. Ah, ich hab Pikachu, ja, okay. Na, ja, machen wir mal mit der Kopfnose und gucken mal, wie viel das abzieht. Flammenwurf. Aua, hör auf! Ai! Eieiei, ist das heiß. Gut, dann kriegst du jetzt einen Donnerblitz hinterher. Du bist bei teilweise einem Flammenwurf. Ich glaube, der nächste, der killt uns. Aber wieso schneller? Wir killen erstmal das Vulpix weg. Gott sei Dank. So, dann noch mal jetzt als nächstes Kadabra. Oh Gott. Okay, da kann nur Evoli rein, weil Evoli kann Biss lernen. Oder hat Biss drauf. So, das sollte das Kadabra eigentlich gut wegstecken. Aber hör auf mit dem. Sehr effektiv. Damit sollte das Evoli auch down sein. So. Okay. Dann haben wir den nächsten Ast-Trainer hier. Also es sind jede Menge Trainer zum Trainieren. Gerade. Wir steigen richtig beim Level an. Wir sind, glaube ich, bei Level 22 oder so hier rein. Ey, gibt's ein Pokémon-Cosplay? Ich kenne Cosplay, ja. Ich mache selber sowas. Aber, also da verkleidet man sich quasi auf irgendwelchen Mist oder Comic-Messen und alles rum und dran. Spiele-Messen als ein Charakter aus einem Film, Video, Spiel und was auch immer. Ich habe ein Jedi-Kostüm aus Star Wars zum Beispiel. Wenn ich rumrenne, da gibt's auch Fotos von, also. Aber ich bin nicht so oft auf Best unterwegs, weil halt, ja. Die Zeit ist momentan ein bisschen schwierig. Aua, hör auf mit deinem Chef Gilworth. So, weg mit dir, Macholo. Adios, bye bye. Das ist bestimmt jetzt was, dass du noch Macholo. Machok? Macholo nochmal, okay. Ich warte, dass er noch Machok hat. Ja, meistens so, wenn die zwei Trainer haben und zwei Pokémon haben und einmal die erste Entwicklung haben, dann haben die meistens auch die zweite Stufe hinterher. Deswegen war ich auch vorhin ziemlich überzeugt, dass der noch einen Rasa irgendwo unterwegs hat. Aber er hat noch ein paar Putzi. So, gut, dann ist jetzt Macholo auch down und ich brauche langsam mal irgendwann ein Pokémon Center, weil viel haben wir an Erfahrungspunkten nicht mehr, an AP nicht mehr. Hier, ob ich Steine habe, ja, okay, dann kannst du was kriegen. Und ich nehme mal den Schmarrn hier weg. Finale, das brauchen wir nicht. Finale Explosion, das sind so wichtige Attacken. Gut, wenn du sowieso Möglichkeit hast. Aber wenn du eh kommt noch KP hast und alles rum und dran und zumindest mal Gegner mitnehmen kannst, dann ist das eigentlich doch in Ordnung. Aber so, jetzt würde ich es nicht einsetzen.
Gut, okay. Dann haben wir das jetzt auch durch. Mach Rollo, du verschwindest mal hier und ich guck mal hier unten, ob noch was ist. Ja, noch ein Item. Und ein Odis vor allen Dingen. Ein Supertrag, der ist gar nicht mehr so unwichtig. Ja, toll. Ich kann nichts machen, ich komme nicht raus aus der Ecke. So, Onyx habe ich schon, genauso wie Golbat. Und dann Macholo und Rion gehören schon zu meinem Repertoire. So, was haben wir hier? Halt! Beutelkontrolle! Hast du auch ausreichend Pokébälle bei dir? Hm, sieht gut aus. Kontrolle bestanden. Falls dir die Pokébälle ausgehen, komm bei mir vorbei. Ach, du schickst mir schon Pokémon. So, was haben wir hier dann drin? Huch, komm, wir dunkeln bloß nicht mal zu nah. Das war ich nicht, das war so nichts, was neben dir ist. Picknickerin Kerstin, und das sollte eigentlich schon fast das Ende dann sein. Jedenfalls hast du jetzt noch Nidorina. Ah, wir machen die Folge noch, machen die Höhle noch zu Ende hier. Ansonsten setze ich den Split in der Aufnahme. Ich hab keine AP mehr. Ja, dann müssen wir es halt so richten. Scheiße, ich hatte erwartet, dass ich jetzt irgendwer was machen kann. Du willst mich jetzt nicht... Boah, ein Volltreffer, ernsthaft? So. Na, ernsthaft, du willst mich jetzt nicht mit dem Giftstachel versuchen zu killen? Weißt du, wie wenig es mir abzieht? Ich bin selber ein Gift-Pokémon, vor allem auch die Boden. So. Und tschüss. Ey, weil ihr reicht Level 27. Ach, es ist dunkel. Oh Gott. Ah. Ey, Alter, was ist hier los? Hey, du hast Pokémon? Dann auf in den Kampf? Ja, ich glaube, dann sind wir noch durch. Ich glaube, viel ist es nämlich nicht mehr. Es müsste eigentlich danach das Ende sein der Route. Jo, jedenfalls haben wir hier einen Camper. Phil, den ich aber eigentlich erst erwartet hatte, dass es jetzt tatsächlich eine Camperin ist. Das sieht nicht so einfach aus, aber ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie aus dieser Höhle rauskomme. Ah, ich habe so wie nichts mehr. Ich habe keine AP mehr auf. Aber ich habe bestimmt noch ein paar Elixiere, ne? Hoffentlich, bitte. Und dann kann ich ein bisschen weiter. Kann ich mit Nidoking noch weiter kämpfen? Ansonsten ist es gleich. Genau, war das von dir jetzt der Kopfnuss jetzt? Pikachu reicht aber 25. Dracosso 21. Das ist aber herzlich egal. Und ich würde ja gerne dieses Item hier unten nehmen. Ja, ich kann nichts machen, ne? Weil die. Das ist ein winziges Onyx, ja, nee, ist klar. So. Jetzt habe ich mal ein bisschen Luft hier gerade. Um mir dieses Item einzusacken. Und das ist ein weiterer Supertrag. Und ich guck mal gerade, ob ich ihn. So. Ich kriege auch noch ein Item. Ah, ein Säckchen Sternenstaub. Okay, in dem Stein ist nichts mehr. Das war nämlich auch noch was. Ja, danach sind wir durch. Hier ist nämlich die letzte Trainerin. Ich bin extra bis hierher gekommen, um nach Pokémon zu suchen. Ja, es hat sich jedenfalls gelohnt. Wir haben einiges gefangen, auf jeden Fall. Wir haben 6 oder 7 neue Pokémon in der Liste. Und wir haben noch eine Picknickerin mit einer Mauzi. Ja, ich kann mich an diese Trainerin erinnern. Weißt du, ob sie auf Mauzi Radfahrt? Ich weiß es aber nicht. Mauzi auf jeden Fall. Oder 2 Mauzi oder so. So. Da, Doppelkick. Damit kann man auch weitermachen. Jetzt hör auf mit dem Schiss. Ja. So, da kriegst du halt noch einen drauf. Mein Gott. Tschüss, Mauzi. Meine Fresse. Ich habe Mauzi aber auch schon gefangen. Auf der Route nach Orania City. Ist das noch ein Vulpix? Okay. Ah, du kannst Schaufler. Das ist gut. Dann tschüss. Dann müssen wir. Ich muss leider notgedrungen wechseln. Ich habe eigentlich tatsächlich keine Chance gehabt, irgendwie weiter zu kämpfen. Gegen. Ich habe keine Schaufler AP mehr. So, dann gehen wir jetzt da drauf und wir machen weiter hier mit Schaufler. Bevor du aber mit dem Rucksack-Keeper drauf gehst. Und das war's mit der Trainerin. Vulpix ist besiegt. So. Ah. Deine Pokémon sind weg. So, jetzt gucken, ob wir hier noch alles haben. Ich vermute, dass hier oben noch irgendwas drin liegt. Ja, hier liegt noch ein Item.
Und zwar eine Felle. Okay. Okay, okay. Dann haben wir das auch durch. Dann sind wir jetzt, glaube ich, weiter durch mit der Route. Ja. Missouri City mittlerweile hier.